Hallo Ibims. Ibims, ein Dünnsohn. Na? Wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist? Mir wird in letzter Zeit öfter mal gesagt, Mensch, du siehst ja schon fertig aus. Also, wird dir das auch ab und zu mal gesagt? Voll auf jeden Morgen auf Arbeit. Ey, hast du nicht gut geschlafen? Und ich fühle mich so, ey, nee, war eine super Nacht. Ja, genau, ich fühle mich auch immer total gut. Also ich bin nicht so der Mensch, der unausgeschlafen ist. Leute, hört doch mal auf, den Leuten zu sagen, dass sie fertig aussehen. Das macht scheiße. Ihr müsst nicht immer ehrlich sein. Genau, 90% reichen. 90% reichen vollkommen aus. Das haben wir alle gelernt. So, sagt doch immer den Leuten, ey, du siehst super ausgeschlafen aus. Und top. Ja, top Frisur und geile Flammenhose. Ja, herzlich willkommen. Was ihr vielleicht nicht wisst, wir waren 3 Monate lang in der Welt unterwegs. Malaysia, Kanadien, Malediven, Island, Neuseeland, Nordkorea, Australien. Der Problem ist, die ganzen Speicherkarten sind weg. Somit können wir euch das alle Jahr nicht zeigen. Also der hübsche Söhne-Kinofilm kommt leider nicht. Nee, deswegen fangen wir nochmal komplett von vorne an mit all dem. Die Leute, die sagen ja eben nicht nur, Mensch, du siehst ja fertig aus, sondern die Leute beklagen sich ja auch teilweise, was hier los ist. Also bei mir hat sich keiner beschwert. Ja, anscheinend steht an meiner E-Mail-Adresse steht immer Kummerkasten drüber. Macht dir die Brust? Ja, weil es regnet. Nee, und zwar, Fakt ist ja, viele Leute haben sich ja gefragt, was ist denn eigentlich mit den beiden hübschen Jungs aus Berlin los? Warum sind die denn so ruhig? Hat Norm seinen Führerschein verloren? Hat Piet keinen Bock mehr? Oder was ist denn hier eigentlich das Problem? Sind die beiden noch zusammen? Um ehrlich zu sein, kackt euch mal nicht ein. Das ist alles schön. Das ist alle toll, wir haben uns immer noch genauso lieb wie vorher. Der Fakt ist halt nur, ey, ganz ehrlich, man muss auch mal über ein paar Sachen einfach mal schlafen. Wir sind immer noch BFF. Um konkret zu werden, wir haben tatsächlich kurzzeitig mal so ein bisschen überlegt, so alles klar, wir sind jetzt hier anderthalb Jahre mit dem Auto rumgeguckt durch Berlin und haben uns lustig unterhalten. Und irgendwann sind wir natürlich selber auch mal an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wird es mal Zeit für ein neues Auto oder für eine ganz andere Umgebung oder wie machen wir das jetzt? Dann spielt natürlich auch ein bisschen die Zeit immer eine Rolle, das kennt ihr ja alle. Und dementsprechend haben wir uns hier in den letzten Wochen trotzdem genauso häufig gesehen wie sonst auch und uns aber einfach die Zeit mal genommen, auch für uns. Heute haben wir zum Beispiel 2 Stunden spazieren gegangen. Sind wir hier durch Berlin wirklich mal spazieren gegangen und haben uns unterhalten. Und, kleiner Geheimtipp von mir, esst an der Schönhauser Allee. Geht mal zum Catwurststand. Ey, die Catwurst. Holt euch eine Catwurst. Sieht ein bisschen. Also ihr könnt ja vielleicht, wenn ihr das schon gegessen habt, ihr könnt ja mal sagen, was ihr so damit so verbindet. Zieht euch mal eine Catwurst, Jungs. Ich sag euch, ist der übelst Laser. Ey, richtig Laser. Ja. Auf jeden Fall sind wir hier ein bisschen spazieren gegangen und haben uns halt letzten Endes auch so ein bisschen, ja, wir haben ein bisschen überlegt, wie machen wir das jetzt, wie geht's weiter und haben aber auch, und das haben wir schon immer gesagt, Freundschaft first, ne? We make Freundschaft great again, Alter. Bros before hoes. Komm, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen unser Ding. Treffen uns mal wieder öfter auf ein Bierchen. Einfach so, ohne Kamera an. Besprechen mal wieder ein paar Sachen, die wir vielleicht auch nicht immer vor der Kamera besprechen. Bla, Kids, ihr könnt euch das vorstellen. Und jetzt haben wir gesagt, alt klar. Jetzt haben wir uns mal wieder reine gemacht, wa? Erwartet nichts und alles kann, nichts muss. Genau, erwartet nichts, aber freut euch auf viel. Easy, Alter. Let's go. Heute war der erste warme Tag in Berlin und das ist eigentlich auch wieder perfekt. Erster warme Tag in Berlin, die Leute kommen raus, die Botschafter der Sonne sind wieder unterwegs und... Ey, war herrlich, oder? 20 Grad, ich weiß nicht. Ey, Pete hat mir übrigens heute erzählt, dass er jetzt schafft, einen ganzen Knoppers mit einem Haps zu essen. Ey, kein Problem für mich. Ich finde, das ist eine Challenge. Ey, wenn ihr auf so eine Sache Bock habt oder so eine Idee habt oder irgendwelche Fragen habt, die ihr schon immer mal fragen wolltet... Dann klemmt sie euch, weil wir werden sie eh nicht beantworten. Wir machen, was wir wollen. Also wir werden hier auch nicht anfangen, um Scheiße zu machen. Weil das Motto ist immer noch... Freundschaft first. Wie geht eigentlich Freundschaft? Das ist nämlich eigentlich die große Frage, die uns alle bewegt. Und genau. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir euch das mal erklären. Nämlich gar nicht. Wie kriegt man das eigentlich hin? Ich frage mich das manchmal selber, wie wir das geschafft haben. Ich glaube, wir haben irgendwann akzeptiert, Pest oder Cholera. Also ich habe irgendwann akzeptiert, den hast du jetzt schon so lange an der Backe. Und irgendwie bist du damit cool. Man hat sich mit einem irgendwie... Man will sich auch nicht mehr umgewöhnen, wa? Ja. Das ist so wie, wenn man sich auf so eine Kaffeemarke festgelegt hat. So, das ja, stell dir doch mal vor, ich wäre nicht mehr. Ja, dieses Loch, was da entsteht. Dieses Arschloch. Das schaffst du doch nicht mehr. Ja, stell mal vor, ich muss jemanden meine kompletten letzten 20 Jahre erklären. Boah. Freunde, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wir sind wieder am Start. Yes, sir. Und in unserem nächsten Video erklären wir euch, wie man ordentlich Faust gibt. Macht's gut. Tschüss.